Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Battlefield 1 hier bei Explorer LP. Wir sind in der Kampagne, also sprich den Singleplayer und Nicht übel, Edwards. immer noch in der Gleich sind ersten. wir raus aus dem Wald. Es sind ja mehrere Geschichten, die wir durchlaufen. Das ist immer noch die erste Geschichte und wir Laut Karte sollen müssten wir aus diesen verdammten Wäldern bald raus sein. die Black Bess Gehen hier. wir über die Brücke hier, dann dürfte es nicht mehr weit sein. Du hörst es Aber schon. meine Erfahrung. Deutsche, auf der Brücke! Zeigen wir es ihnen! Edwards, schneller! Jetzt wird's stressig. Wo sind die denn? Regeneriert er eigentlich Leben? Ja, jetzt nicht mehr. Ja, Mr. Edwards, es tut mir leid, dass ihr schon zum dritten Mal, gestorben ist. Ich weiß nicht, ich denke mal, wir bleiben hinter dem Panzer, oder? Konzentriere dich auf die Panzerabwehrmaßnahmen jedes Lagers. Wenn der Kampf beginnt, macht Black Bess mit den meisten Feinden schon. Okay. Laut Karte müssten wir aus diesen verdammten Wäldern bald raus sein. Wir müssen über die Brücke hier, dann dürfte es nicht mehr weit sein. Okay. Du musst aber weiterhin vorausgehen, um unseren Vormarsch. Deutsche, auf der Brücke! Zeigen wir es ihnen! Lass mal den mal vorfahren, vielleicht ist das das falsche Lösung. Das war also. Jungs, ihr wartet bitte. Ich möchte dann doch mal eben hier. Kann man die jetzt noch nehmen? Vor uns liegt ein Vorpost. Wie es aussieht, sind sie auf Bess vorbereitet. Wir ziehen ihr Feuer auf uns. Der Crew versucht, ihnen in den Rücken zu fallen. Okay, ja, nehmen wir die wahr. Das Tankgewehr sieht auch nice aus. Panzerbüchse, Tankgewehr. Tankgewehr erinnert mich so ein bisschen an viel Durchschlagskraft. Gehe in Bauchlage, um diese Waffe zu benutzen. Okay, Ziele mit Visier, Waffe abfeuern. Okay, aber das auch, ne? Okay. Gut. Ja, ich habe auch noch immer noch keinen Plan, wie man die Leichen. Ich muss da mal zwischen den Folgen jetzt gucken, wie das funzt. Dass man die Leichen wegbewegen kann. Was bist du? Scharfschützengewehr, Scharfschützengewehr, Scharfschützengewehr. Ich glaube, dann verzichten wir erstmal auf das Tankgewehr. Kann man nachladen? Nein. Benutze das Zweibein, um deine Zielgenauigkeit zu erhöhen, wenn du in Bauchlage oder in der Nähe eines Vorsprungs bist. Kommt er darüber? Natürlich nicht. Doch.
Das ist eine optimale Position zum Snipern, ihr Kollege. Jetzt willst du mir sagen, dass hier eine scheiß Alpha-Wand ist, oder was? Sehen wir was? Ja. Kann man hier noch sehen, wenn wir in Bauchlage sind? Schießt er sonst noch? Seh nix. Da ist einer. Ich glaube, wir müssen ja besser helfen, oder? Wo bist du? Ist schon erledigt. Sniper war ja jetzt hier nix, so. Wo ist der? Okay. Da kommen sicher noch mehr. Halt die Augen nach allem offen, was nützlich sein könnte. Da kommt Verstärkung! Okay, Panzerabwehrgranaten. Ich glaube, das ist ungünstig, dass wir jetzt hier sind. Wo ist der Panzer? Das reparieren wir. Kann das sein? Wo sind die? Hä? Ist hier drin oder was? Verstehe ich nicht. Wo ist er? Okay. Ja, dann machen wir es jetzt Mühe, noch die Kisten durch. Ja klar, warum nicht? Explorer hat Zeit, Tankgewehr, das ist schon wieder. Panzerbüchse. Was haben wir denn jetzt? Snipergewehr, dann nehmen wir jetzt das Tankgewehr. Ich denke, das Spiel sagt uns Explorer. Karabiner, nein. Hier war es drin, ne? Ja. Okay. Hier, wir gehen besser reparieren. Können wir besser nicht reparieren?
wir keinen Schraubenschlüssel haben, ne? Kann das sein? So, da ist ein Schraubenschlüssel. Die 3 kann weg. So, dafür müsste er doch jetzt den Schraubenschlüssel nehmen, ne? Ja. Bess, ich komm. Wir haben doch gerade da drin gegrillt, oder? Hallo? Fertig. Ja, einsatzbereit? Wer dir? Sieht so aus. Okay. Was sollen wir jetzt machen? Wir behalten jetzt erstmal die Wummen, die wir haben. Hier drin. Ah, ein Feldhandbuch. Okay, ich weiß aber nicht, was er von mir will, ja. Es ist repariert. Panzerabwehrgranate. Oh, das ist eine große Kiste. Das ist schon wieder das Tankgewehr. Ach, der Kollege backt fest. Das, okay. Auflage. Nachladen. Ja, alles was dahinter kommt, dürft ihr jetzt nicht durchkommen, ne, oder? Da kommt noch einer. Ungünstig. Zwei auf einmal erledigt. Was sein? Oh ne. Okay, hier sogar. Oh! Oh, lauf! Lauf, 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 lauf. Ei! Ah, der lebt noch. So, dann gehen wir mal in den Bunker, holen uns noch ein Tankgewehr, das war wo? Ah, wir haben noch 5 Schuss, okay. Alter, Alter! Das geht gar nicht! Ist ja ein Panzer durchgebrochen, ey, ne? Da ist einer. Ah.
Das Tankgewehr ist very nice. Ja? Ja, ja. Ja. Was ist das denn? Artillerie. Okay, dann tauschen wir das jetzt mal aus. Hat er das jetzt ausgetauscht? 1 von 5 Schuss. Ja, brauchen wir nicht. Haben wir auch genug. Brauchen wir auch nicht. Leck mir am Arsch. Da ist noch eine Kiste. Also großartig neue Waffen finden wir ja gar nicht. Das ist mal derselbe Kram drin. Ach, die hatten wir glaube ich schon, ne? Da ist noch eine große Kiste. Gun. Niederhaltung. Die sieht nach Spaß aus. Komm, die nehmen wir mal mit. Da. Bauchlage. Und. Okay. Haben wir ein neues Spielzeug. Hier waren wir schon. Was ist mit dem? Kollege. Sorry, aber ich muss gucken. Ich muss einfach gucken. Ich kann nicht nein sagen. So, bei dem hier war eine Kiste, ne? So, genug Unterhaltung für einen Tag. Einsteigen, Edwards. Du fährst. Nichts wie weg hier. Okay. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Machen wir so schnell nicht nochmal. Los. Weil ich vergesse wieder die Folge zu beenden und wir sind jetzt schon wieder bei 18, 19 Minuten und die letzten 4 Folgen waren ja schon extrem lange. Extrem lange. Steig ein und fahr los, Junge. Zur Zeit für einen Ortswechsel. Jo, Chef. So soll's sein. Gut, dir da draußen wünsche ich jetzt auf jeden Fall. Guck, der traurig. Noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge hier siehst. Und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.